Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und bevor wir weiterreisen, hier zur Edelwarnbrücke, hat die gute Sargani hier noch ein bisschen Gesprächsbedarf angemeldet. Und ich bin mal gespannt, was sie uns sagen möchte. Sargani schließt zu dir auf mit ihrem Fuchs an der Seite und setzt sich neben dich. Selbst wenn du mir was vormachen solltest, ist es schön, wieder in einer Jagdgemeinschaft zu sein. Klingt so, als wärst du schon lange Zeit von zu Hause weg. Ja, wissen wir eigentlich, 5 Jahre, ne? 5 Jahre für mich, für Itomak müssen das um die 30 sein. Als der Fuchs seinen Namen hört, schaut er auf. Was für ein Abenteuer. Sie grinst müde. So hat es auf jeden Fall angefangen. Es ist eine lange Jagd gewesen. Sie legt sich ihren Bogen zurecht, den sie über der Schulter trägt. Eine lange Zeit ohne meine Familie. Früher überquerte ich die Tundra von Nasitak auf der Spur von Karibu-Herden. Ich wollte Kalu und unsere Kinder nicht verlassen, aber ich war begierig darauf, Länder zu besuchen, die meine Leute sonst kaum besuchen. Aber 5 Jahre ohne ihn zu finden, sie kratzt an einer Schwiele an ihrem Mittelfinger, ist wie 2 Stunden Knutscherei. Ich bin bereit, es abzuschließen. Okay, das ist ein Vergleich. Warum musst du Persok denn finden? Seelenbergung ist eine alte Dorftradition. Wir nennen es Tarnek Ilizak. Sie seufzt. Einmal in jeder Generation suchen wir die Seele eines hoch angesehenen und längst verstorbenen Dorfältesten. Wir erzählen ihm, was sich im Dorf verändert hat, wie sich die Leute an ihn erinnern. Die einzige andere Tarnak Ilizak in meinem Leben fand statt, als ich noch ein Mädchen war, nicht lange nach Persoks Tod. Wir labten uns eine Woche lang an Walfischspeck und fermentierter Milch und dann ehrten wir die auserwählte Jägerin als Heldin. Dann ist sie gegangen und wir haben uns wieder unserer Pflicht gewidmet. Wir haben ihren Namen bei Festen weiterhin in den Himmel gesungen, aber ansonsten haben wir nicht von ihr gesprochen. Was ist mit ihr geschehen? Ich glaube nicht, dass sie jemals zurückgekehrt ist. Manchmal laufen die Dinge so. Sie verschränkt ihre Arme mit ernstem Gesichtsausdruck. Sargani, ich bin mir sicher, dass sich dein Dorf noch an dich erinnert. Das ist nett von dir, aber ich bin nicht so zerbrechlich, dass ich meinen Namen in den Versammlungshallen gesungen hören muss. Ich mache mir keine Sorgen darüber, von meinem Dorf vergessen zu werden, aber manchmal frage ich mich, ob sich mein Mann und meine Kinder an mich erinnern, ob sie oft an mich denken. Ach Gott, sie ist verheiratet und hat Kinder. Zu ihnen zurückzukehren, das muss schwierig sein. Hören wir erstmal zu und bestätigen, das ist immer eine gute Strategie. Sie seufzt. Trotzdem, es macht keinen Sinn, sich damit aufzuhalten. Ich frage mich öfter, ob sich Persok überhaupt an uns erinnern wird. Sie blickt dich von der Seite an. Du behauptest, Seelen zu sehen. Was glaubst du wohl? Erinnerst du dich an deine vergangenen Leben? Tja, das weiß ich das überhaupt? Nein, nicht eindeutig. Dachte ich mir, die meisten Leute zumindest nicht. Ich glaube, dass ich Persok deshalb daran erinnern soll, was er in unserem Dorf zurückgelassen hat. Was würdest du ihm über dein Dorf erzählen? Sie streift sich einen Zopf hinter ihre Schulter. Masuk ist heute wahrscheinlich genau so, wie es schon vor 100 Jahren gewesen ist. Wir leben zwischen Tundra und gefrorenen Wäldern und das Land gibt so viel, wie es nimmt. Unsere Unbill aber bringt uns näher zusammen. Und durch unsere Ältesten werden wir wahrhaftig geeint. Sie bewahren die Geschichten vergangener Generationen und sie führen uns von Jahreszeit zu Jahreszeit durch gute und magere Jahre. Itomak streift gegen ihre Hüfte, worauf sie ihn am Kopf kratzt. In jüngster Zeit hat es viele gute Jahre gegeben. Meine Tanten sagen, dass wir aufgrund der Jagdgebiete, bei deren Einrichtung Persok beteiligt war, weniger Scharmützel mit Nachbardörfern hatten. In schlechten Jahren verlassen wir uns auf den Handel mit den Kaufleuten, die an unseren Küsten vorbeikommen. Wir tauschen Walross, Stoßzähne und Robbenpelze für Getreide, das uns durch die harten Winter bringt.
Viele dieser Abkommen hat ebenfalls Persok eingefädelt. Sie hält das Bärenfigürchen hoch. Dieses Figürchen hat er von einem der Aumauer-Schiffe bekommen, die mit uns Handel trieben. Das klingt danach, als hätte Persok viel für dein Volk getan. Sie stopft den Adrabär zurück in ihren Rucksack, alt aus Karibuhaut. Daran soll ich ihn ja erinnern. Klingt aber danach, als ob du auf deiner eigenen Jagd unterwegs wärst. Spürst du den Nervenkitzel der Verfolgung oder bist du bereit für das Ende dieser Jagd? So wie jetzt herumzurennen, hält mich davon ab, was mir wichtig ist. Ich hatte gehofft, mich niederzulassen. Vermutlich hat dich das in erster Linie in den Dürrwald geführt, oder? Und sie steht auf, streckt sich und sieht sich um. Wir haben die Dunkelheit auf unserer Seite. Sollen wir weiterziehen? Ja, ich denke, für heute reicht es, ne? Also wir werden später nochmal mit Sargani sprechen. Eine interessante Frau. Und irgendwie hat sie meine Größe, aber leider ist sie ja schon verheiratet. Also lasst uns gehen. Gut, dann reisen wir jetzt endlich. Wir reisen zur Adelwarnbrücke. Oder Edelwarnbrücke. 4 Stunden sind es nur. Das machen wir doch. Mal sehen, ob es dann schon Tag ist. Das sieht ja schon mal sehr nach Stadt aus. Ob diese Häuser an der Brücke stehen? Tatsächlich, wir kommen hier noch bei Nacht an. Und das scheint ein überschaubares Gebiet zu sein, wenn ich das richtig sehe. Und bevor wir da stehen, bevor wir dahin gehen, genehmigen wir uns hier noch ein paar Kräuter. Da oben ist wohl nichts zu holen. Und da unten geht es auch nicht weiter. Was sind das? Betrunkene Halsabschneider? Nee. Hier gehen ja Leute spazieren. Gemeiner. Lorna. Das sind wieder Leute mit Vergangenheit, mit Seelenvergangenheit. Da sprechen wir mal einen Gemeinen an. Wenn du ein Gasthaus suchst, das Fuchs und Gans hat die weichesten Betten und das beste Ehl. Ich finde, das klingt ganz gut. Ne? Eine Gemeine, was kann sie uns noch sagen? Bitte entschuldigt mich. Und was ist er für eine? Das ist einer mit Seelenvergangenheit. Warst du schon in der Expeditionshalle? Dort findest du vielleicht Arbeit, die dir liegt. Nee, da war ich noch nicht. Wir sind aber nicht nach Arbeit für Arbeit hier. Aber was hast du zu sagen? Probleme kann man nur mit sanfter Zunge lösen, nicht wahr? Das stimmt. Die Schmelztiegelritter waren davor, die Katakomben zu betreten. Sie sind nicht mehr sicher. Mit Katakomben kennen wir uns aus. Liebe Freunde, da kennen wir uns aus. Willkommen in Trutzbucht, aber benimm dich in unserer Stadt. Verstanden? Ja, erzähl mal was über deine Stadt. Justiziar Forgant. Das ist der Justiziar, bitte. Der hat irgendwie einen Stock oder hat eine helle Barde. Warum stehen denn hier die Justiziare vor dem Tor? Merkwürdig. Oder vielleicht ist Justiziar in dieser Welt nur ein anderes Wort für Polizist? Was kann ich für dich tun? Stimmt, wir wollten ja zum Bödeker-Tempel, um rauszukriegen, was es mit unserem Wächterschicksal auf sich hat. Das ist ja noch so ein ganz merkwürdiges Ding. Aber wir fragen erstmal allgemein über Trutzbucht. Was kannst du mir über Trutzbucht sagen? Es tut mir leid, ich habe keine Zeit, aber es klingt, als würde dieser Irre von den Dutzenden Rovan wieder Unruhe stiften wollen. Er nickt mit dem Kopf Richtung Tor. Er sagt dir bestimmt gerne alles über die Stadt, durchzogen von der Propaganda der Dutzenden, versteht sich. Die Dutzenden. Du wirkst nervös. Gibt es Probleme? Tausende davon, offen gesagt. Es kommen Flüchtlinge aus allen Himmelsrichtungen, weil sie irrtümlicherweise glauben, hier wären die Dinge besser. Das Vermächtnis hätte uns irgendwie ausgespart. Also kommen sie mit keinerlei Aussichten und kaum Geld in der Tasche und machen alles nur noch schlimmer. Er mustert dich von oben bis unten. Nichts für ungut. Ich suche nach dem Wödeker-Tempel. Er kratzt sich am Bart. Ich weiß nicht, was du dort willst. Ja, darum geht's auch nicht. Ich suche danach. Er zuckt mit den Achseln. Wenn du deine Neugier nicht zügeln kannst, musst du nach Urfeuer. Okay. Auf Wiedersehen. Er grunzt. Und viel Glück. Gut, nach Urfeuer. Da schauen wir uns doch direkt mal an. Das ist hier der zentrale Bereich.
offenbar auch der Tempelbereich. Und jetzt sprach er doch noch eine andere Person an. Wir gehen dort in den Kupferweg, aber wer ist das denn? Das ist... Ah ja, Justiziar scheint tatsächlich hier so eine Art... Polizist zu sein oder was auch immer. Die Expeditionen von Admets Lager sind nichts als organisierter Grabraub. Oh, und was haben wir da noch auf der Seite? Ein paar Kisten mit Gemüse. Ja, kochen könnten wir irgendwann auch mal. Kommen wir da durch? Nee, da geht's nicht durch. Das heißt, wir haben einen besonderen Moment erreicht. Ist hier unten noch eine Kiste? Ja, aber nicht zum Mitnehmen. Wir können jetzt endlich die Stadt betreten. Und erstmal der Kupferweg. Hinein. 15 Minuten brauchen wir nur. Okay, das nehmen wir an. Was erwartet uns hier im Dunkeln? Scheinbar gehen die Leute hier nicht so... gehen unregelmäßig schlafen. Sie sind hier immer noch nachts. Oh, was haben wir hier? Trotzbucht. Einst war die Stadt das Zentrum der Revolution in Dürrwald. Heute scheint sie kurz vor einer weiteren Revolution zu stehen. Flüchtlinge säumen die Straßen, obdachlos und hungrig. Sie kommen in die Stadt, um Weidwins Vermächtnis zu entgehen und Hilfe zu finden. Doch sie finden keine. Dissidenten versammeln sich, um zu protestieren, um das Ende der Beseelung und um den Sturz des Dukes zu fordern. Die Soldaten der Stadtmiliz patrouillieren die Straßen mit Furcht in den Augen. Ihre Hände zittern an den Griffen ihrer Waffen. Die Hauptstadt eines Landes, das vor nicht allzu langer Zeit einen Gott verbrannt hat, scheint nur einen einzigen Funken davon entfernt zu sein, sein Schicksal zu teilen. Okay. Ja. Und wie, welche Rolle spielen wir in diesem ganzen Zusammenhang? Das ist die große Frage. Oh, meine Herren, das sieht ja bombastisch aus. Schön. Und gleich alles zu erkennen. Dann können wir uns gleich mal orientieren. Wir haben hier dieses schon uns empfohlene Wirtshaus. Fuchs und Gans. Hier ist ein Marktplatz. Purnixhaus. Expeditionshalle. Da geht's weiter. Lumdalas Haus. Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Urfeuer. Da geht's weiter nach Urfeuer. Die Katakomben. Und Farnheim. Ah ja, auch weiter. Ja, sehr schön. Gut, dass wir jetzt hier nachts unterwegs sind, das behagt mir jetzt nicht unbedingt so, aber wir werden uns hier auch im Mondenschein ein bisschen umschauen. Vor allem in Kisten. Da, Trotzbucht. Wenn es hier ein trockenes Feld gab, das einer säubernden Flamme bedurfte, hast du es gefunden. Oder hier wird was gesprochen. Warte mal, lasst uns zuhören. Diese Beseele haben göttlichen Zorn über uns alle gebracht. Aber der Duke und seine Lakaien von den Schmelztiegelrittern unternehmen nichts. Dürfen wir zulassen, dass diese Gräueltaten weiterhin ungehindert fortgesetzt werden? Nein! Nieder mit der Beseelung! Rufen die Protestler. Weidwins Vermächtnis war eine Warnung. Erbhügel war eine weitere. Was ist in Erbhügel passiert? Verbreitet die Botschaft. Gemeinsam werden wir die Pest der Beseelung aus unserer Stadt jagen. Rovan, der scheint ja hier einige Leute um sich zu scharen. Wollen wir mal hören, was er zu sagen hat. Rovan beobachtet die versammelte Menge mit verschränkten Armen und zugekniffenem Mund. Er sieht aus, als wäre er bereit für einen Kampf. Er mustert dich. Neu in der Stadt, was? Du kommst zu spannenden Zeiten nach Trotzbucht. Die ganzen Leute fliehen von der Grenze und stellen fest, dass das Vermächtnis hier nicht besser ist. Es sind die Beseeler, möge Magran sie verbrennen, und die nisten sich in dieser Stadt ein wie Ratten. Das scheint vielleicht ein Freund von Durin zu sein. Was tust du hier draußen? Er deutet auf die Menge, deren wütendes Gemurmel die Luft sirren lässt. Ich versuche, die Leute zur Vernunft zu bringen. Wir stecken inmitten einer Krise und anstatt unsere Stadt von den schändlichen Kräften zu befreien, gewährt der Duke den Beseelern gefährliche Freiheiten. Tja, was weißt du überhaupt über die Beseelung?
Sie beschäftigt sich mit dem Studium und der Manipulation von Essenz, was wie jeder mit einem Funken Verstand weiß, den Göttern vorbehalten ist. Die Edyrer waren zumindest so klug, sie zu verbieten. Was aber auch das einzige Gute ist, was sich über sie sagen lässt. Sie ist nicht wie die Magie, das Zaubern oder das Seelenlesen, das ein Medium betreibt. Es gibt die Beseelung seit antiken engvitanischen Zeiten, weshalb diese Beseeler auch oft mit alten engvitanischen Artefakten herumhantieren. Kana hebt die Faust, um unauffällig hineinzuhusten. Nichts als Halbwahrheiten, aber er spielt es gut, das muss man ihm lassen. Er schüttelt seinen Kopf. Das Problem ist, bei der Hälfte der Artefakte haben die Beseeler keinen Schimmer, was sie eigentlich bewirken, was sie nie zugeben würden. Alot kommentiert, unser nachdrücklicher Freund hat zumindest in einer Sache recht. Okay. Ich möchte mehr über Trutzbucht wissen. Das hier ist die Hauptstadt des freien Palatinats des Dürrwalds. Zunächst waren wir die Hauptstadt einer edyrischen Kolonie, aber wir haben das schlaffe Zepter vor 150 Jahren hinausgeworfen. Wir sind heute ein wichtiger Hafen, der Waren und Besucher aus aller Welt empfängt, aber wir, oder zumindest einige von uns, möchten uns den Pioniergeist beibehalten, der uns vor 150 Jahren die Freiheit gesichert hat. Aha, ein richtiger Traditionalist offenbar. Die Stadt ist in 5 Bezirke aufgeteilt. Kupferweg, Urfeuer, Onderas Geschenk, Farnheim und Erbhügel. Er zählt die Bezirke an seinen schwieligen Fingern ab. Gut, dann fragen wir erstmal nach dem Kupferweg. Das hier ist Kupferweg. Er stampft mit einem abgewetzten Stiefel auf die Pflastersteine. Es ist hauptsächlich ein Marktviertel, aber etwas nördlich von hier liegt auch die Expeditionshalle, wo man sich Ausflügen in die Wildnis anschließen kann. Dort treffen sich meine Mitmärtyrer von den Dutzenden und ich auch mit anderen besorgten Bürgern. Er deutet auf ein langes Gebäude mit einer Kuppel, das westlich und nördlich von eurem Standort liegt. Und das ist die Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Gruseliger Ort, wenn du mich fragst. Aber sie haben die größte Bibliothek im Dürrwald. Kana lacht. Gruselig, oh ja, vielleicht wäre das nicht so, wenn mehr Gestandene sich hineinwagen würden. Vielleicht sollten wir die Halle einmal besuchen, Walli vom Stein, und herausfinden, was dort für Geheimnisse aufgedeckt werden. Das sollten wir vielleicht tun. Lasst uns nochmal nach den anderen Stadtteilen fragen. Urfeuer, da war ja dieser komische Tempel. Die Revolution hat dort begonnen, daher der Name. Heutzutage ist der Bezirk voll mit Politikern und Lobbyisten. Aber wir werden ihn eines Tages zurückerobern. Dort findest du den Palast des Dukes, die Valianische Botschaft und Burg Schmelztiegel. Er schüttelt seinen Kopf. Die Schmelztiegelritter waren die ursprünglichen Freiheitskämpfer in Trutzbucht, aber heute sind sie nur noch eitle Pfaue, die auf schmucke Titel aus sind und den Kopf im Hintern stecken haben. Im eigenen oder in dem der anderen, des Vorgesetzten vielleicht? Naja, es gibt dort auch einen alten Tempel von Wödika, da wollen wir hin. Wir sorgen dafür, dass er immer schön hübsch aussieht. Er zwinkert dir zu. Was soll das bedeuten? Gut, dann erzähl mir noch was über Farnheim. Ein angewidertes Geräusch rasselt in seiner Kehle. Die Adligen, die nicht zurück nach Edyr segelten, ließen sich dort nieder. Der Stammbaum der meisten Familien dort reicht zurück bis in die alte Kaiserzeit. Abgesehen von vielen abgehalfterten Adligen findet man dort auch das Haus Hadret, wo Lady Webb und ihre Spione operieren, und das Sanatorium von Farnheim, den obersten Pfuhl der Beseelung in der Stadt. Er spuckt auf die Pflastersteine. Okay, dann bitte noch Onderas Geschenk. Der Name kommt daher, dass das Land früher ein Sumpf war, der in kaiserlichen Zeiten trockengelegt wurde. Heute ist es ein zwielichtiger Bezirk, in dem sich Matrosen, einfache Leute und jede Menge Schurken tummeln. Aber man kann sich dort auch prächtig amüsieren, wenn man weiß wo. Er zwinkert dir zu und stößt dich mit dem Ellenbogen an. Wenn du mal dort bist, geh in den salzigen Mast. Ansonsten gibt es dort fast nur Lagerhäuser und verlassene Wohnhäuser. Ich dachte, er ist nicht so einer, der sich amüsieren geht. Das ist doch bei den Fanatikern immer so. Egal, ich möchte noch was über Erbhügel wissen. Er zittert. Früher war das einer der vornehmsten Bezirke der Stadt. Die Helden der Revolution ließen sich dort nieder, neben einem uralten engvitanischen Turm und dem städtischen Friedhof. Es gab dort die beste Aussicht in ganz Trutzbucht. Heute zieht die Gegend eher reichere Leute an, viele Beseelungsgönner. Er spuckt aus.
Er blickt auf die Menge und senkt seine Stimme. Du hast es vermutlich noch nicht gehört, aber vor einigen Monaten ist dort etwas passiert. Die Behörden haben den ganzen Bezirk abgeriegelt und sagen nichts, aber ich wette, dass die Beseelung schuld daran ist. Aha, deswegen diese komische Anmerkung. Gut, leb wohl, liebe Freunde. Wir werden noch weiter mit ihm sprechen. Also er hatte, glaube ich, da einiges Interessantes noch zu sagen, beziehungsweise er soll uns mal erzählen, was es mit diesen Dutzenden auf sich hat. Obwohl, das können wir eigentlich jetzt noch machen. Also erzähl mir von den Dutzenden. Er tippt sich auf die Brust. Wir sind eine Organisation interessierter Bürger, die Trutzbucht befreien möchten von dem gefährlichen Einfluss der Beseeler und von der Tyrannei der Aristokraten, die sie unterstützen. Außerdem sehen wir uns als eine Art Miliz, da die Schmelztiegelritter kaum noch mehr sind als eine Schar prahlerischer Jungadels. Die Dutzenden sind genau wie eine Miliz, nur ohne Ausbildung und Disziplin und Ehrenkodex. Jeder muss es wissen. Seine Augen leuchten und wir vergrößern uns laufend. Je mehr Leute unserer Meinung sind, desto besser für das Land. Wenn du mehr hören willst, komm doch einmal in Admets Lager vorbei, der Expeditionshalle. Dort gibt es viele Freigeister, die diesen ganzen Unsinn entlarven können, den einen die Adligen und die Beseeler glauben machen wollen. Für motivierte Abenteurer gibt es dort vielleicht sogar bezahlte Arbeit. Okay. Gut. Bezahlte Arbeit. Vielleicht haben wir es mal nötig. Im Moment denke ich nicht. Aber, naja. Gut, das heißt, besonders interessant ist also diese Expeditionshalle und dann die Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Ja, aber vorher gehen wir natürlich erstmal hier zur Fuchs und Gans. Und jetzt scheint es schon morgen zu werden. Sehr schön. Aber das alles genießen wir dann das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Macht's gut, euer Steinball.